machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir schauen uns heute eine Blueprint an. Wir werden mit Hilfe einer Blueprint einfach verschiedene Aktionen ausführen können. Ich mache das jetzt an einem Beispiel von einer Lampe. So können wir einfach etwas ein- und ausschalten. Sprich, wir machen das Licht an und aus einer Lampe. Und das Ganze machen wir über einen Hebel. So haben wir halt, wie gesagt, einfach ein Show und Visible. Und halt eine kleine Rotation oder eine Transformation. So könnt ihr dann halt das, was ich euch zeige, auf verschiedene Projekte übernehmen, je nachdem, was ihr da machen möchtet. Das ist sehr flexibel, man muss nur ein bisschen kreativ sein und halt dementsprechend die Werte oder halt Nodes nutzen, die man halt nutzen möchte. Man könnte halt Türen aufmachen, man kann halt alle möglichen Sachen, Falltüren aufmachen, Zugbrücken runterfahren lassen, all so ein lustiges Zeug oder einfach Sachen erscheinen und verschwinden lassen. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in Unreal und fangen einfach an. Wir sind in Unreal. Ich habe mir hier so eine lustige Lampe gemacht, so eine Straßenlaterne. Generell, ich habe jetzt ein Patreon aufgemacht und alle, die mich bei Patreon unterstützen, für 3 Euro ist das Tier Downloader. Da gibt es alle Modelle, die ich so im Laufe der Tutorials oder so erstelle, auch zum Downloaden. Sprich, wenn ihr mich unterstützt, habt ihr was davon. In dem Fall momentan erstmal nur eine Lampe, da wird noch mehr kommen, versprochen. Ihr könnt die ganzen Assets nutzen, wie ihr sie möchtet. Ihr dürft nur nicht sagen, dass ihr die selber erstellt habt, aber ansonsten dürft ihr die halt in eure Unreal-Projekte nutzen. Ihr dürft die von mir so in Unity benutzen. Denkt nur dran, das ist eine gepackte Textur. Die müsst ihr dann, je nachdem, wo ihr sie verwendet, eventuell ein bisschen ummodellieren, dass es halt in eure Engine passt. Aber sonst habt Spaß damit, tut, was ihr möchtet. Vielleicht wollt ihr das Tutorial ja nachbasteln. Den Stab leider nicht. Ich habe nämlich gerade eben gemerkt, ich habe gar keinen Hebel gemacht. Dementsprechend habe ich mir jetzt auch so einen Stab geholt. Einfach eine Box, die ich langgezogen habe. Die braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ich brauche hier irgendeine Art Hebel und ich habe keinen Lichtschalter momentan irgendwo. So. Nichtsdestotrotz wollen wir erstmal die Blueprint anfangen. Wir brauchen erstmal eine Blueprint. Den gehen wir hin. Blueprint, Blueprint Glass. Wir brauchen eine normale Actor Blueprint und sagen einfach Lampe. So. Doppelklick zum Öffnen. Ist auch schon da. Nice. Und da packe ich erstmal den Stab und die Laterne rein. Zack, bisschen groß. Den Stab ziehe ich erstmal ein bisschen an die Seite, den brauche ich jetzt nicht. Und ich packe das Ganze direkt schon mal hier rein. So, können wir dann testen, wenn es soweit ist. So, wir wollen bei der Lampe hier ein Licht ein- und ausschalten. Dementsprechend brauchen wir ein Licht, das wir ein- und ausschalten können. Also Add, wir nehmen einfach rein Point Light. Zack. Gucken, dass auch unsere Laterne dran ist, also dass das so angelegt ist als Child and Parent, ziehen die so grob zurecht, wo wir sie brauchen. Feinjustierung kann man ja dann später machen oder man kann halt das, was ich euch im letzten Tutorial gezeigt habe, das werde ich euch hier oben in der Infobox verlinken und kann halt Sachen wie Intensity und Light Color machen. Achtet nur darauf, dass ihr das Visible und Hidden vielleicht nicht unbedingt mit da reinpackt, das brauchen wir jetzt für die neue Blueprint. Und das kann sein, wenn man halt mehrere Aktionen an einen Sache hat, dass da ein bisschen was durcheinander kommt, das wollen wir ja vermeiden. In unserem Stab braucht man natürlich auch noch irgendwas. Wir müssen erstmal eine Collision festlegen, die wir halt betreten können, dass sich überhaupt irgendwas bewegen kann. Das machen wir an unserem Stab, weil den wollen wir bewegen. Machen wir Add. Dann machen wir eine Box Collision. Ihr könnt natürlich auch eine Sphere oder eine andere Art von Collision nehmen. Dann packen wir das auch über den Stab. Machen wir das mal so, dass das schön betretbar ist. Ja, den vielleicht ein bisschen größer. Ein bisschen breiter, dass man ganz bequem da reinlaufen kann. Das. So. Feinheiten kann man ja dann später einstellen, aber das sollte passen. Da kann unser Mannequin ganz bequem reinlaufen. So. Und was wir machen, was wir noch machen sollen, ist einfach ein Ausgangspunkt. Wie soll die Blueprint in der Szene geladen werden? Dementsprechend sage ich, okay, ich möchte, dass die Lampe aus ist am Anfang. Deswegen mache ich Visible auf False. Also dann ist die Lampe aus, es ist kein Licht vorhanden. Und den Hebel drehe ich ein bisschen, sage ich, rotiere mit den hier auf Y auf 30, dass der so startet. Das ist meine Ausgangsposition. So startet das alles dann direkt in der Szene. So, jetzt kümmern wir uns um den Event Crafter. Gehen wir rein, löschen das hier alles, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt erstmal unsere Box. Davon brauchen wir unter Event einmal den Begin Overlap. Und einmal den End-Overlap. Wir wollen ja einfach unsere Box machen. Okay, wenn der Charakter da reinläuft, kann er eine Aktion ausführen. Und wenn er wieder rausläuft, kann er dies halt nicht tun. Wenn wir das End-Overlap jetzt hier nicht reintun in dem Falle,
heißt es, wenn wir einmal die Box betreten, können wir das Event von dem ganzen Level aus tracken. Das wollen wir nicht. Das soll ja wirklich nur dann nutzbar sein, wenn wir in der Collision stehen. Deswegen müssen wir beide nehmen. Dann gehen wir hin unter Begin Overlap. Dann machen wir Enable Input. Also sagen, okay, wenn du da drin steht, darfst du einen Input drücken, dann passiert da was. Und wenn wir rausgehen, machen wir natürlich den Disable Input. Und das Ganze für unseren Charakter, da gehen wir auf Player Controller. Get Player Controller, wird auch schon angezeigt. Zack. Kommt das dahin, kommt das dahin. Zack, dann wäre das schon mal erledigt. So haben wir einfach festgelegt, okay, du kommst in die Box rein, du kannst was tun, du gehst aus der Box raus, du kannst nichts mehr tun. So. Jetzt brauchen wir natürlich den Input. Wer einen Input schon festgelegt hat in seinen Project-Setting, kann natürlich den nutzen. Für alle anderen, die halt entweder noch keinen gemacht haben oder keine Ahnung, wovon ich hier gerade rede mit Input, können wir auch so an der Taste festlegen, kein Problem. In dem Fall würde ich sagen, wir nehmen einfach mal die E-Taste, also Key E. Und dann gucken wir mal, wir haben ja so viele Möglichkeiten, wir haben jede Menge Tasten zum Belegen, wir haben die E-Taste. So. Von der E-Taste drücken wir unter Press, also gedrückt, drücken, einmal raus. Wir brauchen einen Branch. Ja, so, hier können wir dann einfach eine Condition festlegen, die kontrolliert wird. Und je nachdem, ob zustimmt oder nicht, kann man unter True passiert dieses und unter False passiert das. Sprich, wir packen hier, da das ja alles zusammenhängt, packen wir hier drin, okay, du guckst, ob unser Licht vorhanden ist, also das Licht sichtbar ist. Haben wir hier Visible. Visible Point Light. So. Und dann kann man sagen, okay, das Licht ist sichtbar, diese Aktion wird ausgeführt, das Licht ist nicht sichtbar, diese Aktion wird ausgeführt. Ja. Unser Licht ist ja im Moment halt nicht sichtbar, also fangen wir mit False an. Was passiert, wenn es nicht sichtbar ist? Das erste, was wir machen müssen, wir müssen ja die Reihenfolge nachhalten, also wir wollen den Schalter betätigen und dann geht's Licht an. Dementsprechend müssen wir erstmal den Schalter betätigen. Wir können natürlich einfach sagen, okay, wenn E gedrückt wird, springst du von deinem Wert von 30 auf den Wert minus 30. Wir wollen das vielleicht ein bisschen schöner machen, dass man halt eine kleine Animation sieht, wie er von A nach B geht. Also sagen wir, wir brauchen eine Timeline. Also gehen wir runter. Add Timeline. Hebel an. Na, haben wir Doppel-N, ja, okay, warum auch nicht? Hebel an. Doppelklick drauf. Wir brauchen einen Track, einen normalen Float. Und dann brauchen wir erstmal einen Key von der Zeit 0, Value 0. Und dann brauchen wir noch einen Float. Und dann sagen, okay, innerhalb von einer Sekunde gehst du auf den Wert minus 30. Dann sagen wir auch, okay, Länge der Animation ist auch eine Sekunde. Wenn wir das halt vielleicht ein bisschen übersichtlich haben möchten, gehen wir auf diese Tasten und dann zoomen wir halt in unser Dings rein. Und hier haben wir jetzt einfach festgelegt, innerhalb von einer Sekunde gehst du auf den Wert minus 30. So, und das hier müssen wir natürlich jetzt anlegen, weil momentan haben wir einfach nur den Random-Wert von in einer Sekunde auf minus 30. Der muss ja irgendwo eingefädelt werden. Das machen wir jetzt. Zurück in den Eventcraft. Dann gehen wir hin. Wir wollen das ja rotieren lassen. Machen wir Set Relative Rotation für unseren Stab. Ne, da haben wir auch den Stab schon. Hin. Hier bei den Rotator müssen wir einfach den Wert festlegen. Dann müssen wir erstmal sagen, okay, wir splitten die Structure. Wir brauchen in dem Fall die Y, weil ich weiß, ich habe hier schon festgelegt, das geht über die Y-Achse. Ihr könnt halt immer checken, X, Y, Z, welche ihr betroffen habt, in welche Richtung soll sich das drehen, dementsprechend verbindet ihr. In unserem Fall hier über den Pitch, über die Y, dann nehmen wir unseren neuen Track, den wir gerade festgelegt haben, und packen ihn da rein. Compile, Save. Und das können wir jetzt auch erstmal testen. Ich ziehe das mal hier runter auf den zweiten Bildschirm. Wir drücken Play. Und wir gehen hin. Zack. Und schwupp geht er auf den Wert. So. Das funktioniert schon mal. So. Dann nehmen wir das wieder zurück. Machen wir hier weiter. So, jetzt haben wir den Hebel umgelegt. Jetzt soll ja unser Licht angehen. Also müssen wir hier noch sagen, Set Visibility und wir brauchen unser Point Light. Das muss in Target rein.
Und dann fragt er uns New Visibility, da müssen wir anpacken. Danach ist es sichtbar. Compile, save. Auch das können wir testen. Dazu mache ich die Szene mal ein bisschen dunkler, weil hier ist doch relativ hell. Wo haben wir es denn? Directional Light. Nope. Naja, du bist anscheinend nicht da. Machen wir Skylight. Ja, hier haben wir da mal eins. So. Dann sollte man das sehen, dass die Lampe angeht. Play. Zack. Lampe geht an. Wunderbar. Ja. Schatten noch nicht so geil angepasst, aber das sind so Feinheiten, die kann man dann anpassen. Und jetzt wollen wir das natürlich auch wieder ausschalten. Dementsprechend müssen wir dann hier von True, weil jetzt ist ja unser Licht dann an und es soll aus. Dann brauchen wir das Ganze hier. Steuerung C, Steuerung V. Packen das hoch. Packen das in Play. Aber wir wollen ja hier einen anderen Wert haben. Das soll ja nicht auf minus 30, sondern dann wieder zurück auf plus 30 gehen. Einfach mal geändert. Compile, save. Und dann haben wir das komplett. Und hier Visibility natürlich dann aus. Compile, save. So. Und dann testen wir das natürlich wieder. Einmal play. Dududududud. An. Dududududud. Aus. So. Das springt. Momentan geht mir das Licht noch zu schnell an. Ich möchte hier noch ein Delay rein. Also nehme ich das hier. Ziehe das mal ein bisschen weiter hier rüber. Und packe hier dazwischen noch ein Delay. Gehe hier hin. Delay, pack den da hin. Ich weiß ja, unsere Animation geht eine Sekunde, also sage ich auch hier, okay, eine Sekunde heißt, wenn der Hebel komplett drüben ist, springt unser Visibility an. Steuerung C, Steuerung V und dann packe ich das hier auch noch hier oben rein oder auch nicht. Komm, jetzt geht er rein. Zack, zack, Compile, Save. Auch das immer wieder testen. Zack, funktioniert es jetzt, wie ich das möchte. An, bup, aus. Ihr könnt natürlich auch das Delay nicht ganz auf die Sekunde machen, sondern ein bisschen früher oder ein bisschen später, je nachdem, wie ihr das möchtet. So, und eine Sache, die können wir noch machen. Es ist ja immer ziemlich unpraktisch, wo der Hebel vielleicht ist. Vielleicht braucht ihr ihn ja ganz woanders. Wir können auch den Hebel nehmen. Deswegen haben wir die Box an den Hebel drangepackt. Wenn wir hier unter Details auf unseren Stab gehen, dann können wir den auch innerhalb von der Box verschieben. Wir können sagen, okay, ich packe den jetzt da oben. Ey, ich packe den jetzt da oben hin. Da können wir zum Beispiel so Rätsel machen. Wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt halt kein Licht an, sondern es geht eine Türe auf. Ich packe hier einen Hebel hin. Plopp. Na, dann steckt er halt im Boden, ist auch egal. Play. Jetzt ist der Hebel da oben. Dann gehen wir da mal hin. Von hier können wir dann die Lampe anmachen. Ja, und diese ganze Blueprint funktioniert natürlich nicht nur mit Licht an- und ausschalten. Man kann die ja zweckentfremd für alles Mögliche. Man kann das alles dann für ein super Rätselspiel nutzen, indem man halt sagt, man legt einen Hebel um und eine Türe geht auf, es schiebt sich irgendwo was, es taucht irgendwo was auf, es verschwindet irgendwo was. Und so hat man halt die erste Möglichkeit oder die erste Basis für ein nices Rätselspiel, so einen kleinen Dungeon oder sowas. So, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt was gelernt und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen!